Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Es ist Freitag. So ein bisschen ekelig draußen, aber das macht überhaupt nichts. Ich werde jetzt Plätzchen backen. Gestern war eine Freundin da und wir haben sehr fleißig Plätzchen gebacken. Wir haben Vanillekipferl gebacken und Linzerplätzchen und so Schokolis. Und dann habe ich gestern Abend noch Schokokrossis gemacht. Das haben wir nicht mehr geschafft, als sie noch da gewesen ist. Und ja, jetzt backe ich weiter, weil sie ernährt sich vegan, deswegen haben wir natürlich nur vegane Plätzchen gebacken. Aber die Plätzchen zum Ausstechen, die ich mache, die gelingen mir vegan bis jetzt nicht. Wobei gestern die Linzer Plätzchen, die haben hervorragend funktioniert zum Ausstechen, sind auch nicht verlaufen. Also vielleicht probiere ich das nächstes Jahr damit als Ausstechplätzchen. Aber ja, heute werde ich Butterplätzchen und Schokoplätzchen backen. Ich werde zumindest anfangen. Mal gucken, wie weit ich komme. Ja, die Kleine ist wieder fit. Sie hat sich gestern sehr über den Besuch gefreut. Hab sie selten so munter erlebt. Ja, ich werde jetzt mal backen. So, es ist um ein Vielfaches später. Es ist schon stockdunkel draußen und ich koche gerade Hühnersuppe. Die Dunstabzugshaube ist an, deswegen sorry. Und in der Zwischenzeit, bis die Suppe fertig ist, werde ich jetzt die Teige ausrollen und ausstechen und dann morgen in aller Ruhe verzieren. Ich kann übrigens zum Ausrollen dieses beschichtete Backpapier, was so... Also keine Werbung, aber dieses hier, dieses Rutschfeste von Toppitz ist es, gibt es vielleicht auch in einer anderen Marke. Sehr empfehlen. Da kann man sehr gut den Teig drauf ausrollen und auch die Plätzchen ausstechen. Die kleben da nicht so dran fest und das rutscht auch nicht weg. Also Empfehlung, falls ihr noch Plätzchen backen wollt. Förmchensammlung. Ich weiß nicht, ob ich es schon gezeigt habe, aber ich liebe meine Förmchen. Ich habe lauter so Waldtiere, so ein Bär und ein Hirsch. Ein Elch habe ich aber auch irgendwo hier, ein Elch. Dann noch ein Bär. Ich glaube, das hier ist ein Eisbär, ein bisschen ein normaler Bär. Natürlich Tannenbäume, Eichhörnchen. Ich habe eine Schwäche für Eichhörnchen, deswegen habe ich auch zwei. Das hat mir mal eine liebe Freundin geschenkt. Ich habe noch ein Schaf, aber ich glaube, das mache ich dieses Jahr nicht. Und Pilze habe ich und Blätter und ein Igel und noch ein Kleinigel und neu eingezogen ist dieser Fuchs. Ja, da freue ich mich jetzt drauf. Guten Morgen. Oh Gott, ich habe gestern noch bis in die Puppenplätzchen gebacken und jetzt kommt der schöne Teil, das Dekorieren. Ich bin gespannt. Ich werde jetzt Zuckerguss anrühren. Die Küche sieht aus wie Sau. Aber egal. Das werde ich dann machen, wenn die Plätzchen alle fertig sind. Ich habe jede Menge gebacken und die Butterplätzchen sind ganz gut geworden. Die Schokoplätzchen sind noch besser geworden. Ja, ich kann euch schon mal hier zeigen. Hier sind schon mal die Butterplätzchen mit Kakao. Ich habe aber auch noch Schokoplätzchen gemacht. Also hier ist ein Butterplätzchen. Dann habe ich noch eine ganze Dose voll mit. Und ich werde jetzt aber an denen hier mal den Zuckerguss ausprobieren. Und nebenbei gucke ich wahrscheinlich einen Weihnachtsfilm oder höre Weihnachtsmusik. Deswegen werde ich das hier alles ein bisschen mit Musik untermalen und vor mich hin dekorieren. Ich liebe Weihnachten. Thank you.
es einige Zeit später. Ich hätte noch Stunden weiter dekorieren können, aber die Zeit habe ich einfach nicht. Deswegen habe ich jetzt aufgehört. Ja, und jetzt habe ich auch keine Lust mehr. Ich zeige euch gleich die komplette Ausbeute von den Plätzchen der letzten 3-4 Tage. Das reicht dann auch. Ich werde auch nicht nachbacken. Ja, ich werde jetzt gleich eintüten und dann werde ich die so ein bisschen verteilen an Mama und Co. Ja, aber ich zeige euch jetzt erstmal das Ergebnis. Also ich würde sagen, ich war fleißig oder wir waren fleißig. Ich hatte ja eine fleißige Helferin. Also von vorne, das hier sind Schokoplätzchen, die wollte ich eigentlich noch dekorieren, aber wie gesagt, ich habe keine Zeit mehr. Hier sind Schokokrossis mit Kaffeegeschmack. Hier sind normale Schokokrossis. Da ist nochmal Schokokrossis mit Kaffeegeschmack. Nur für mich. Die sind zum Verschenken und die sind für mich. Dann Vanillekipferl. Da steht auch noch ein Blech drüben. Die isst Herr Freund nämlich super gerne. Und ich will auch welche verschenken, deswegen ein bisschen mehr. Dann das hier sind so Schokolis. Butterplätzchen, ganz normal. Dann diese Linzer heißen die, glaube ich. Dann hier nochmal Butterplätzchen mit Kakao. Also ist jetzt nicht das gleiche wie diese Schokoplätzchen. Ich wollte noch so eine hellere Variante. Ja, ja, und dann hier die dekorierten. Oh, ich finde die ja so schön. Ich hätte ja wirklich gerne alle dekoriert, aber oh, ich habe auch keine Geduld mehr. Nächstes Jahr muss ich mal gucken, ob es irgendwie eine einfache Lösung gibt, weil das mit dieser Spritztüte, das hat nicht so gut funktioniert. Also hier bei den Bären sieht man es, glaube ich, ganz gut. Die anderen habe ich noch ganz gut hingekriegt. Und ich liebe hier meine Rehe und Hirsche und so. Ja, so schön. Ich weiß jetzt noch nicht, wie ich das mache, weil ich will die ja jetzt eintüten und die brauchen aber bestimmt ja, bis morgen früh, bis die getrocknet sind. Ob wir die dann für uns behalten? Eigentlich wollte ich die ja gerne verschenken, aber mal sehen. Naja. Ja, also wie ihr sehen konntet, ich habe da einiges. dieses Jahr ist auch sehr viel. Ich habe aber auch viele Leute zu beschenken, deswegen ist es so viel geworden. Nächstes Jahr mache ich das nicht mehr. Also, das soll ja noch Spaß machen, Plätzchen backen. Und am Ende war es dann echt so, wo ich keine Lust mehr hatte, sondern nur noch gebacken habe, damit ich genug Plätzchen habe, um alle zu beschenken. Nächstes Jahr gibt es einfach nur noch gekaufte Sachen. Ja, aber jetzt pack ich die Sachen ein. Das macht auch Spaß. Und dann gucke ich mit der Kleinen einen Weihnachtsfilm, glaube ich. Hallo, ich weiß gar nicht, wann ich zuletzt gevloggt habe. Es ist auf jeden Fall schon ein paar Tage her, weil die kleine Maus war ein bisschen krank und das hat alles so ein bisschen durchkreuzt. Ja, und jetzt ist schon, oh, es ist heute eigentlich Donnerstag? Nee, Mittwoch. Es ist Mittwoch, oh mein Gott. Ja, und wir fahren nachher zu meiner Oma kurz vorbei. Die ist nämlich immer die Entenbeauftragte, die bestellt jedes Jahr die Ente für den ersten Feiertag. Ja, und die muss ich dann abholen und zu meiner Mama bringen. Meine Mama hat keinen Führerschein, deswegen muss ich das machen. Und meine Mama hat aber eine große Gefriertruhe im Gegensatz zu mir. Ich habe ja nur so eine normale. Meine Mama hat aber so eine ganz große und da kommt dann die Ente rein. Und die wird dann da verwahrt bis zum 23. Dann wird sie aufgetaut und am 24. hole ich sie dann ab. Und am 25. brate ich dieses Jahr zum ersten Mal Entenbraten. Normalerweise macht das meine Mama, aber dieses Jahr ist alles anders. Und ich mache das zum ersten Mal. Ich hoffe, sie hilft mir ein bisschen. Ich habe ein bisschen Respekt davor. Aber ja. Ja, das ist der Plan für heute. Und dann muss ich noch einkaufen gehen. Und ja, die Kleine hier ein bisschen bespaßen, gell? Ich kann jetzt ganz toll krabbeln und laufen und Mama sagen. Und mach mal winke, winke. Mal winke, winke. Winke, winke. Vorführeffekt. Winke, winke. Ja, super. Winke, winke. Ja. Ja, am liebsten den ganzen Tag. Sie kann auch Nein sagen. Aber lieber winke, winke. So, ich bin wieder zu Hause. Aber ohne Ente. Ich wollte, bevor ich zu meiner Oma fahre, noch schnell was einkaufen. Habe ich auch gemacht. Und dann, als ich losfahren wollte, ging das Auto nicht mehr an. Und alle, die alle unsere Bekannten, die zugucken, die werden jetzt lachen, weil unser Auto ist so ein Running Gag. Es ist alt und es hat immer irgendwas. Aber ich dachte eigentlich, die Batterie ist leer.
dachte eigentlich bei der Batterie, die hält dieses Jahr, weil wir haben, ich weiß nicht, letztes oder vorletztes Jahr eine neue gekauft. Aber ich hatte auch schon so die letzten Tage immer so im Gefühl, dass aufgrund der Kälte die Batterie so ein bisschen Schwierigkeiten hat. Ja, und dann stand ich da. Es ist nicht so weit von hier weg, aber ich hatte keinen Kinderwagen dabei und die Kleine wiegt halt um die 8 Kilo und das trägt man nicht mal einfach so. Die Strecke hat mich ein Bekannter abgeholt, und also uns abgeholt, und hat uns nach Hause gebracht. Das Auto steht jetzt immer noch da. Herr Freund ist jetzt mit seinem Bruder dort und die gucken, was sie machen können. Aber ja, also dieses Auto ist eine Hassliebe. Also Liebe, weil sie mich irgendwie, weil mich das Auto überall hinfährt, aber ich hasse es eigentlich. Es hat so viele Probleme bereitet. Naja, ich muss jetzt hier bleiben, weil die Kleine erst geschlafen hat und jetzt hat sie Hunger. Wie die Ente jetzt zu meiner Mutter kommt, keine Ahnung. Dieser Tag war einfach fürchterlich. Die Kleine hat auch noch ihren nächsten Schub offensichtlich. Sie ist nur am Heulen und möchte am liebsten nur getragen werden. Und selbst das ist nicht richtig. Ich habe ja überall schon so Stressflecken. Wenn ich Alkohol trinken würde, ich würde heute Abend Alkohol trinken. Keine Ahnung. Also ich mache 3 Kreuze, wenn sie schläft. Und glaube ich, esse einen Pot Eis und leg mich auf die Couch und mache gar nichts mehr. Hallo, es ist der nächste Tag. Es ist ein bisschen besser. Die Kleine ist auch ein bisschen besser drauf als gestern. Immer noch ein bisschen grummelig, aber nicht so wie gestern. Beziehungsweise der Nachmittag steht mir noch bevor. Der ist ja immer noch ein bisschen schlimmer als der Vormittag. Ja, das Auto geht wieder. Das habe ich, glaube ich, gestern Abend schon erzählt. Ich fürchte mich jetzt so ein bisschen, Auto zu fahren. Ich muss auf jeden Fall heute noch den Wocheneinkauf machen und dann eben noch zu meiner Oma fahren und wieder zu meiner Mama und so. Ich werde als erstes, glaube ich, zu meiner Oma fahren, weil wenn ich da liegen bleibe, dann kann ich einfach bei meiner Oma warten. Und ja, wann ich einkaufen gehe, muss ich noch gucken, ob ich dazwischen einkaufen gehe oder dann ganz am Schluss. Keine Ahnung, ich habe keine Lust, wieder liegen zu bleiben. Ach so, ja, gerade eben ist auch ein Paket angekommen, da ist das Überbrückungskabel drin. Hat der Freund dann gestern bestellt, weil wir haben keins, mussten uns dann beim Nachbar eins leihen. Und ich glaube, er befürchtet auch schon, dass das öfter vorkommen wird, dass wir liegen bleiben. Das Auto ist nicht mehr das Jüngste und die Batterie eigentlich schon, aber keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall ist noch ein Paket angekommen und zwar von Roast Market. Für alle, die es nicht kennen, die vertreiben Kaffee. Und wir haben mittlerweile... Danke. Wir haben mittlerweile eine Kaffeesorte gefunden, die wir beide sehr gut finden. Ich hatte ja einen Adventskalender für Herrn Freund gemacht. Ja, für die jeweiligen Adventssonntage. Und da war ein Kaffee drin im ersten Türchen, der ihm und mir auch sehr gut geschmeckt hat. Ich wusste auch nicht, ob der gut schmeckt. Ich habe aufgrund von guten Rezensionen bestellt. Da hinten könnt ihr es auch schon erahnen. Auf jeden Fall mache ich das Paket jetzt mal auf. Wie gesagt, wir haben eine Sorte gefunden, die uns beiden geschmeckt hat. Deswegen haben wir jetzt gleich 1 Kilo bestellt. Und zwar folgende Variante. Ich glaube, der ist relativ bekannt. Von Blue Café die Classic-Variante. Es gibt auch noch Blue Café und 100% Arabica und Exquisite. Wir haben auch ausprobiert die 100% Arabica-Version. Die haben wir auch bestellt, allerdings in der kleineren Dose. Herr Freund fand die nämlich ein bisschen besser. Der trinkt aber auch Milchkaffee. Also ich weiß nicht, ja, auf jeden Fall Kaffee mit sehr viel Milch.
Und ich trinke ja Kaffee schwarz und da hat der mir ein bisschen besser geschmeckt. Der andere ist ein bisschen kräftiger, der hier ist nicht ganz so kräftig, aber trotzdem sehr geschmackvoll. Also jetzt nicht irgendwie dünn oder wässrig oder so, sondern schmeckt sehr, sehr gut, aber ist halt nicht bitter oder zu kräftig. Ja, also deshalb da die 1-Kilo-Packung, weil wir den so gut fanden, haben wir auch gleich 2 Packungen noch zum Verschenken bestellt. Allerdings in der gemahlenen Version, weil wir nicht wissen, ob die Personen eine Mühle haben. Beziehungsweise bei einer Person wissen wir, dass sie keine haben, bei den anderen weiß ich es nicht. Deswegen sind wir auf Nummer sicher gegangen. Ja, das war unsere Kaffeebestellung. Ich freue mich, wenn der Freund morgen wieder zu Hause ist. Der ist ja heute auf der Arbeit. Ja, und morgen ist er wieder zu Hause und dann macht er Kaffee. Der kann es besser als ich. Ich müsste mich mal dran setzen jetzt vielleicht, wenn er Urlaub hat, dann lasse ich mir das nochmal ausgiebig zeigen. Er hat sich da ein bisschen mehr mit beschäftigt als ich. Ich hatte nicht so viel Zeit und auch nicht so die Muße. Aber jetzt, wenn er wieder zu Hause ist, dann lasse ich mir das nochmal im Detail zeigen, dass ich das auch machen kann, wenn er nicht zu Hause ist, gell? Ja, also ich kann es auch so selber machen, aber eigentlich mag ich es lieber, wenn er mir einen Kaffee macht. Ja. Und jetzt muss die Kleine gleich ins Bett. Ist schon 1 Uhr und sie ist schon seit 7.30 Uhr wach. Also wird Zeit. Ne? Hältst du gar nichts von. Hallo, guten Morgen. Oder morgen. Naja. Ich wollte mich noch zu gestern melden. Ich habe es gar nicht mehr gemacht. Es hat geklappt. Ja, ich bin hier. Mm. Ja, es hat geklappt. Ich habe den Weg zu meiner Oma geschafft, von meiner Oma zu meiner Mama. Und danach war ich noch einkaufen. Ja. Allerdings hatte ich immer so mega Schiss, dass das Auto nicht angeht. Oh, ich habe so gezittert. Ich meine, ist nicht schlimm, dann lasse ich das Auto da stehen und dann gehe ich nach Hause. Ich hatte extra einen Kinderwagen eingepackt und so. Aber ja, trotzdem hatte ich da keinen Bock drauf. Ja, ich hoffe, es hält jetzt alles noch bis Weihnachten. Ich sehe es schon an Weihnachten, dass wir dann zu meiner Mama fahren wollen und dann geht es auch schon nicht an. Nein, fahren wir mit dem Taxi, egal. Ja, ich habe auf jeden Fall erfolgreich die Ente von A nach B gebracht und war einkaufen. Und heute ist Freitag. Herr Freund arbeitet heute zum letzten Mal für dieses Jahr, dann hat er 3 Wochen Urlaub. Wir haben uns ein bisschen was vorgenommen, Corona-konform natürlich. Wir wollen unter anderem den Keller ausmisten. Das machen wir ungefähr jedes Jahr. Und ja, nach einem Jahr sieht es dann immer aus wie vorher oder schlimmer. Im Moment sieht es schlimmer aus, weil wir jetzt nicht mehr 2 Personen sind, sondern 3. Das ist generell noch ein Problem hier in der Wohnung. Wir brauchen mehr Stauraum. Ich bin ja sonst ein Freund davon, auszumisten, statt neuen Stauraum zu schaffen. Aber es ist nun mal so, dass wir durch die Kleine ein Zimmer weniger, mehr oder weniger haben, aber eine Person mehr. Und wir haben generell wenig Stauraum. Schon vorher gehabt. Und das merkt man an allen Ecken und Enden. Ich weiß immer nicht, wo ich irgendwas hinstellen soll. Ich habe noch keine Lösung, weil ich eigentlich unsere Einrichtung so mag, wie sie ist. Und eigentlich auch keine Lust mehr habe, jetzt hier dieses Jahr noch was umzugestalten. Aber ja, es nervt auch, dass wir nicht wissen, wo wir mit dem Zeug hin sollen. Ja, also da werde ich mich vielleicht auch noch drum kümmern in seinem Urlaub, dass wir irgendwas bestellen oder so. Man soll ja nicht, wahrscheinlich werden ja die Geschäfte geschlossen, finde ich auch gut. Das heißt aber auch, dass wir halt nicht vor Ort, ja, dass wir nicht vor Ort gucken können, was wir machen könnten. Deswegen muss ich mir vielleicht online irgendwas raussuchen. Oder bis Januar warten, aber dann hat Herr Freund halt keinen Urlaub mehr. Und zu zweit ist es einfacher. Naja, auf jeden Fall, wir wollen den Keller ausmisten. Dafür fährt Herr Freund heute noch zu Thom Baumarkt. Da gibt es nämlich Regale im Angebot. Sodass wir dann unten alles, wenn wir aussortiert haben, alles neu sortieren können. Das wollen wir auch schon seit Jahren machen. Dass man einfach Dinge gut lagern kann und einfach, wenn man weiß, was man sucht, einfach nur eine Kiste rausholen muss und nicht den ganzen Keller umräumen muss. Es sieht so schlimm da unten aus. Und eigentlich nutzen wir den Keller, um unsere Wäsche im Winter da aufzuhängen.
Und es war mit kaum Platz dafür. Eigentlich wollten wir jetzt auch noch einen zweiten Wäscheständer anschaffen, weil einer nicht mehr ausreicht für die ganze Wäsche. Aber da ist halt kein Platz. Deswegen wird es höchste Zeit, dass wir da ausmisten. Und dann wollen wir heute noch den Tannenbaum aufstellen. Der liegt ja jetzt schon seit, ich glaube, fast 2 Wochen unten. Ich werde den wahrscheinlich nachher mal hochtragen in den Hausflur. Da ist es nicht ganz so warm. Da kann er sich ein bisschen akklimatisieren. Sonst verliert er ja so schnell die Nadel, wenn man den vom kalten, frostigen direkt ins Warme reinholt. Ja, und dann stellen wir den heute auf. Und vielleicht schmücken wir ihn auch schon. Ich weiß es noch nicht. Ich bin sowieso gespannt, wie das dann wird, ob die Kleine den umreißt. Hoffentlich nicht. Ja, aber ich freue mich sehr drauf. Ich freue mich auf den Urlaub, dass wir eine schöne gemeinsame Zeit zu dritt haben. 3 Wochen lang. Ich hoffe, dass wir uns nicht zu sehr auf den Keks gehen. Ja, ist ja eine sehr besondere Zeit mit den Corona-Maßnahmen. Wobei ich es gut finde, wie gesagt, dass sie die Geschäfte jetzt zumachen wollen. Für die Geschäfte tut es mir leid, aber lieber einmal richtig und dann ist gut. Anstatt immer dieses Scheibchenweise, es geht mir so auf Keks. Ich hoffe nichtsdestotrotz, dass wir Weihnachten feiern können, so wie wir das jetzt geplant haben. Das ist so ein bisschen mein Lichtblick. Wir werden uns ja in Selbstquarantäne begeben ab nächsten Mittwoch. Weil ich habe am Mittwoch noch einen Arzttermin, da muss ich noch hin. Und danach, schottendicht, werden wir das Haus nicht mehr verlassen. Außer zum Spazieren gehen. Entschuldigung für die Geräusche, die meine Tochter macht. Hast du Hunger? Ja, hat sie Hunger? Sie ist süß. Sie kann jetzt seit dieser Woche Mama sagen. Aber ich glaube nicht, dass sie weiß, was sie sagt. Wenn ich Nein sage, macht sie so. Und Winke, Winke kann sie. Habe ich, glaube ich, gezeigt. Ja. Und sie kann jetzt, wenn sie sich irgendwo festhält, seitwärts laufen. Das ist richtig süß. Aber auch sehr anstrengend, weil sie jetzt mehr oder weniger überall rankommt, wo sie hin will. Ja, und sie spielt dann die ganze Zeit an dem Receiver rum und so. Das ist nicht so gut. Deswegen, auch deswegen müssten wir... Auch deswegen müssten wir im Wohnzimmer eine andere... Wir haben da so ein schmales Sideboard. Ich kann es euch gleich mal zeigen. So ein sehr tiefes Sideboard und alles, was man da drauf stellt, ist nicht sicher vor ihren Händen, weil das genau auf ihrer Höhe ist, wenn sie steht. Und da wäre dann auch die Option, dann eine andere Stauraummöglichkeit zu schaffen. Aber ich liebe diese Sideboards. Das war mein großer Traum, als wir hier eingezogen sind und damals hatten wir nicht viel Geld. Aber das habe ich mir angespart, bis ich mir das leisten konnte. Und weil ich das unbedingt haben wollte. Ich finde das so schön bis heute. Und das ist schon, das sagt schon viel, weil normalerweise gefallen mir Sachen nach ein paar Jahren schon nicht mehr. Mein Geschmack ändert sich leider sehr häufig. Aber die gefallen mir bis heute und ja, ich bin ein bisschen traurig, wenn die gehen müssen, weil wir haben auch in der Wohnung sonst keinen Platz, wo die hin können. Ja, aber der Platz wird ja nicht mehr. Umso älter sie wird, umso mehr Zeug wird sie auch haben und irgendwann muss ja auch der Schreibtisch aus dem Büro raus, also aus dem Kinderzimmer. Davor fürchte ich mich auch schon. Da müssen wir uns auch noch irgendwas einfallen lassen. Ich hatte schon überlegt, ob wir da noch einen Schrank hinbauen. Also nicht so einen ganz so einen hohen Küchenschrank, aber auch so einen Küchenschrank, dass wir da dann so die Büroutensilien reinpacken können. Oder wir machen halt so eine Schrankwand im Wohnzimmer. Aber ich bin nicht so der Fan von Schrankwänden. Zumindest nicht in unserer Wohnung. Also ich habe schon in ganz vielen anderen Wohnungen gesehen, wo ich dachte, das gefällt mir, aber bei uns in der Wohnung gefällt mir das überhaupt nicht. Naja, jetzt habe ich so viel rumgeschwafelt. Ich wollte eigentlich nur sagen, dass es gestern mit dem Auto geklappt hat. Ich hoffe, dass es nachher auch klappt, wenn Herr Freund zum Baumarkt fährt. Ja, naja, es wird ein spannender Winter mit dem Auto mal wieder. Ja, ich werde jetzt mit der Kleinen ein bisschen spielen. Ne, spielen? Freut ihr sich immer. Ja. Und ein bisschen Haushalt machen, damit ich das am Wochenende nicht machen muss. Ja, und dann würde ich sagen, sehen wir uns nachher zum Tannenbaum. So, es ist schon dunkel. Also sorry für das schlechte Licht. Da soll der Tannenbaum hin, habe ich mir überlegt. Also der stand da zumindest die letzten Jahre immer.
Bis auf letztes Jahr. Da war er ja zu groß und dann stand er. Ja, ich habe noch nicht aufgeräumt. Stand er hier in der Ecke, aber das geht jetzt nicht, weil sonst weiß ich nicht, wohin mit diesem Monstrum. Ja, also da soll der Tannenbaum hin. Und das sind übrigens die Sideboards oder Lowboards, die ich gemeint habe. Und ich liebe sie halt. Ich finde die ja wunderschön, aber wie gesagt, sie sind ein bisschen unpraktisch aktuell. Also mal sehen. Aber jetzt werde ich erstmal da die Ecke aufräumen. Ich weiß jetzt auch noch nicht, wohin damit. Und dann kommt da ein Tisch hin und der Tannenbaum dann oben drauf. So, der Tisch steht. Muss ja noch irgendwie so eine Tischdecke oder so raussuchen. Also gefällt mir das nicht. Und ich habe den Tannenbaumständer aus dem Keller gerade geholt. Ich glaube, das ist der, den fast jeder hat. Ich habe immer noch eins von meinem Opa. Der ist aus Stein und da wird mit Schrauben zugemacht. Also ich werde den wahrscheinlich nie wieder benutzen, außer dieser sollte kaputt gehen. Und jedes Jahr überlege ich, ob ich den von meinem Opa verschenken soll an jemanden, der halt keinen hat. Weil ich werde den, wie gesagt, nicht benutzen, außer der geht kaputt. Weil der ist, ja, ich finde den einfach schwierig zu benutzen. Aber irgendwie hängt mein Herz auch dran, ich weiß nicht. Jedes Jahr denke ich mir so, nee, ich gebe ihn weg und dann denke ich, ach naja, ich warte noch mal ein bisschen und dann ist Weihnachten vorbei und dann denke ich so, naja, jetzt macht es auch keinen Sinn, mache ich nächstes Jahr. Naja, aber wird es wahrscheinlich dieses Jahr wieder so gehen. Auf jeden Fall ist das jetzt schon mal hier oben und jetzt fehlt noch der Tannenbaum und dann kann geschmückt werden. So, Planänderung. Wir stellen den Baum nicht heute auf. Wir haben so lange rumgetrödelt, dass ich jetzt keine Lust mehr habe. Stattdessen habe ich jetzt meinen Pudel ausgepackt. Wie gesagt, der Freund hat jetzt Urlaub und ich kann den Schreibtisch beschlagnahmen. Ich habe mir aber trotzdem hier so eine Puzzlematte gekauft. Ich dachte allerdings, dass die aus Gummi wäre. Stattdessen ist sie aus so einem billigen Filzstoff. Egal. Ich werde mich diesem Puzzle hier widmen. Das habe ich mir jetzt für die Weihnachtszeit vorgenommen. Ja, und jetzt mal gucken, wie weit ich komme, bis die Kleine motzt. Als erstes werden natürlich die Randteile aussortiert, aber erst mischen, weil die sind noch so teilweise zusammen. So, auf den Tisch. Hallo! Einen wunderschönen dritten Advent. Heute ist Sonntag. Gestern Abend haben wir noch den Baum aufgestellt. Das habt ihr, glaube ich, noch gesehen. Ich hatte dann eigentlich nicht mehr so große Lust, den zu schmücken. Beziehungsweise die Kleine hat uns einen Strich durch die Rechnung gemacht. Und es war jetzt auch besser, weil da haben sich die Äste so ein bisschen aushängen können. Und jetzt schmücke ich den in Ruhe. Die Kleine schläft. Und ja, ich nutze die Zeit. Ach so, und ich habe hier unten, ich habe keine Tischdecke gefunden. Und habe diesen Schal, den Schal dann genommen. Ich glaube, den kennen einige noch. Der war vor, boah, ich weiß nicht, acht Jahren. So das Must-Have, den gab es gleich bei Zara und ich habe den damals teuer bei eBay dann gekauft und ich habe ihn auch sehr, sehr gern getragen, aber jetzt die letzten Jahre nicht mehr, der ist mir irgendwie doch zu wuchtig, aber jetzt, ja, nachdem ich keine Tischdecke gefunden habe, die dazu passte, habe ich einfach den Schal umfunktioniert. Ich finde, sieht ganz gut aus. Mich stört tatsächlich so ein bisschen, dass der Baum auf dem Tisch da steht, das sieht so ein bisschen merkwürdig aus, aber ja, das muss halt dieses Jahr so sein, damit die Kleine den nicht umschmeißt oder da die ganzen Kugeln runterreißt. Und ja, ich mache mich jetzt mal ans Schmücken. Ich hatte ja extra eine neue Lichterkette gekauft und letztes Jahr eigentlich eine kaputt gegangen ist, aber die passt nicht zu den anderen und die allein ist aber zu kurz. Deswegen ist jetzt da oben noch nicht beleuchtet. Ich werde jetzt aber den Rest des Baumes schmücken und dann gucken, ob wir morgen Ersatz, also nicht Ersatz, noch eine zweite bekommen. Ich habe die vom Action gekauft und die ist so schön, aber es gab beim Action da, als ich da war, nur noch die eine. Deswegen mal gucken, ob wir morgen Glück haben und noch eine zweite kriegen. Thank you.
So. Baum ist fertig. Für mich ist er ungewöhnlich bunt. Normalerweise haben wir immer nur weiß und Glas. Und dieses Jahr habe ich ja diese roten Äpfelchen gekauft. Und ich habe noch den Strohsterne hier aufgehängt und so ein paar Holzsterne. Die Strohsterne habe ich von meiner Oma geerbt, genauso wie diese dunkelroten Kugeln. Und die habe ich mal bei H&M, glaube ich, gekauft. Ne, die ist von Ikea und das war, glaube ich, H&M. Ja, und das war ja unsere Standardkugeln. Die waren auch mal von Ikea, glaube ich. Ja, ist also ein Mix aus Altem und Neuem. Ich finde es ganz hübsch geworden. Wie gesagt, jetzt ist die Lichterkette noch nicht an, weil die obere Hälfte fehlt ja noch. Deswegen habe ich jetzt auch noch nicht die Baumspitze drauf gemacht. Weil die gehört für mich zum Schluss da drauf und es ist halt noch nicht fertig. Ich hoffe, dass wir morgen die Lichterkette bekommen. Naja, jetzt ist der Baum zumindest schon mal soweit geschmückt. Und ich werde es mir jetzt gemütlich machen, solange es noch geht. Beziehungsweise erstmal das Chaos hier aufräumen. und dann zu meiner Mama fahren. Wann schmückt ihr denn immer so euren Baum? Es gibt ja auch so die Menschen, die am 24. erst schmücken. Und ja, wir schmücken eigentlich immer schon vorher, weil wir gerne vorher schon so dieses Weihnachtsfeeling zu Hause haben und ich nach Weihnachten eigentlich kein Weihnachtsfeeling mehr brauche. Dann will ich eigentlich alles so schnell wie möglich mal raus haben. Aber jetzt genieße ich erstmal unseren schönen Baum. Mache es mir gemütlich, wenn ich hier aufgeräumt habe und dann fahre ich zu meiner Mama. Und verabschiede mich jetzt von euch für diese Woche. Wenn ihr wollt, sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dann!